herzlich willkommen zu einer neuen Folge Catch and React. Wer letzte Woche oder das letzte Video von uns nicht gesehen hat, der darf hier jetzt gar nicht zuschauen, sondern muss sich den ersten Teil als erstes an. Wobei, man kann fast beide als einzelne Videos betrachten. Es ist zwar eine lange Folge, auf die wir reagieren, ein langes Video von Robert Mark Lehmann, aber es sind zwei verschiedene Sachverhalte, sag ich mal. Es geht um Betrug beim Angeln. Beim Turnieren. Genau. Das erste Ding war USA und jetzt sind wir vor der Haustür quasi fast in Europa angelangt. Zwar in Europa. Wir haben jetzt einen kleinen Teil geskippt, weil ich glaube, Robert hat da ein bisschen was durcheinander gebracht. Der hat ein Turnier, was auf YouTube ausgestrahlt wird, jetzt, glaube ich, mit in Verbindung mit der Predator-Tour gebracht. Halb so wild, aber der Sachverhalt bleibt ja der gleiche, dass da betrogen wurde. Egal, ob das jetzt für ein YouTube-Turnier war oder für ein anderes Turnier. Deswegen hatten wir einen kleinen Teil geskippt und gehen da jetzt rein. Und wir starten wieder mit unserem lieben Icy-Dent. Und jetzt, Mr. Angel News. Nicht nur Skandal in den USA, sondern es gab tatsächlich auch einen Skandal in Deutschland. Wir sind wieder bei den Angel News. Nicht in Deutschland, in Europa, Entschuldigung. Leute, ich grüße euch herzlich und ich mache mal schnell mein WhatsApp-Web zu, denn ich bin zurück aus dem Urlaub, Leute. Ich bin zurück aus dem Urlaub und es war ja klar, letztes Mal der Spotquatsch mit der Fisch und Fang und dieses Mal... Hast du das mitbekommen? Da hat er Videos gemacht, wo sie Spots verbraten haben, ne? Mal Leute, dieses Mal die Predator-Tour im Fokus. Warum passiert eigentlich immer sowas, wenn ich im Urlaub bin? Ich finde ihn irgendwie sympathisch, mag ihn. Denn natürlich, wir finden Icy kann man den nicht mögen. Ne? Man hat halt auch mal Angst, dass er nein, was? Das ist ein schlechten Bericht. Nein, habe ich nicht. Aber wir haben einen, ich muss speziell sagen, einen handfesten Skandal in der Angelszene in Europa. Deutschsprachiger Raum. Vermutlichen. Das, was hier kommt, sind keine Beweise. Man kann nichts sagen. Man kann nur vermuten. Denn Bilder beweisen nichts. Oder alles. Ja. Man kann hier nur eine Vermutung anstellen. Und auch das werden wir tun. Wir haben natürlich keine Beweise. Und mit wir meine ich mich. Auch wir haben keine Beweise, aber wir haben, glaube ich, ich weiß nicht, wie viel Icy jetzt raushaut, aber wir haben nicht nur ein Bild vor allem. Nee, mehrere Bilder. Und wir haben noch viele Informationen. Wir haben natürlich auch einen großen Infopool. Genau, richtig. Wo man überall viele, so da viele, was, ja, da viele was, ja. Infos von, aus allen Richtungen. Mal gucken, wie viel jetzt hier, wie gesagt, schon berichtet wird. Ansonsten haben wir eventuell noch ein paar zusätzliche Infos. Aber auch die sind nicht prüfbar für uns. Die sind nicht nur Hörensagen, genau, aber auch, nur auch mit Bildern teilweise hinterlegt. Deswegen. Immer gut, von sich selbst in der dritten Person zu sprechen, gell? Nein, aber wir analysieren das mal, was hier gesagt wird. Nur damit ihr schon mal wisst. Ich bin nur hier, um Fragen zu stellen. Ich auch. Und um wir auch ein Bild zu analysieren. Ja, und wir wollen auch unsere Meinung dazu sagen. Dazu bin ich hier, Leute. Und ich auch und ich habe einige Fragen an die Angelszene beziehungsweise möchte gerne am Ende auf etwas hinaus. Da sind wir aber noch nicht. Bleibt dran. Vielleicht hängen wir da in einem der vielleicht größten Angelbetrüge meiner Angelzeit drinne. Ich kann es euch nicht sagen. Ich bin ja nicht mal so lange dabei. Ihr wisst ja immer, ich erwähne es immer wieder. Erinnert mich am Ende daran, dass ich euch auch erzähle, warum ich dieses Video überhaupt mache. Wieso ich da überhaupt drauf gekommen bin. Nicht nur, weil es über eine News war mit den Volltrottel. Ach so, der macht es live, ne? Ja, ja. Das Video ist live. Der hat, das ist, glaube ich, von seinem Twitch oder YouTube live, ich weiß nicht, was das macht. Okay. Von da sind er ist live, also kann er auch direkt auf Fragen eingehen. Ja, mit der Community. Volltrottel aus den USA, sondern ich sag's euch gleich. Aber ich kann es euch nur sagen, das ist nämlich echt, echt eine wilde Nummer. Und es geht nämlich um dieses Turnier, Leute. Die Predator-Tour, Leute. Die Predator-Tour. Ich hole euch den Rahmen mit dazu, damit es einheitlich ist. Großes Turnier. Alle Leute haben sich drauf gefreut. Und natürlich... Ich würde mich mal über eine Predator-Tour freuen, der ein paar Aliens zerlegt. Wobei ich natürlich immer Alien-Fan war und nicht Predator-Meister. Aber da gehen die Meinungen auch auseinander. Predator-Tour heißt einfach Raub... Hätte von dir kommen können, im ersten der Spruch. Aber... Fisch. Angeltour. Es geht um Hechte, Zander und Barsche. Waren viele Teams dabei. LMAB war mit am Start. Mercury war mit am Start.
Abu Garcia war am Start. An dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch an Frederik Harbour. Er hat natürlich wieder hardcore rasiert hat mit seinem Team. Boah, ich bin nicht in der Angelshelle, ich kenne keinen. Nicht mehr. Ist lange her. Quantum und. Und Quantum kenne ich noch, ist ein Angelroutenhersteller, glaube ich, gewesen. Ein Angel. Team in den Top 10 mit Johannes Gasser und Leon Fischer. Aber ey, Gratulation an diese Teams. Wirklich. Sau stark. Aber Leute, wir haben auch einen nicht so schönen Fall. Denn die Erstplatzierten der Predator Tour, die auch letztes Jahr die Predator Tour gewonnen haben. Nein! Das ist ja wie in den USA. Das wird später nochmal wichtig, Leute. Die auch letztes Jahr die Predator Tour gewonnen haben, rücken heute mal in den Fokus, Leute. Und das seit ein paar Tagen schon. Und das alleine wegen diesem Bild. Meine Community, Mission Erde da draußen, seitdem wir YouTube machen, versuche ich... Das Bild kenne ich. Ich kenne das Bild auch. Ihr kennt es vielleicht auch schon. Mittel und Ideen an die Hand zu geben, auf Bildern Dinge zu erkennen, die auf den ersten Blick nicht offensichtlich sind. Ohne, dass ihr irgendetwas wisst. Ohne, dass ihr jetzt hier von mir eingeführt wurde, ohne, dass ich irgendwas gesagt habe. Ohne, dass unser Eyesight, heißt er, glaube ich, ne? Was sagt... Was sagt ihr? Haut mal ein bisschen das in die Kommentare. Also wir sehen einen Hecht, der offensichtlich gefangen wurde. Aber schaut euch das Bild genau an. Also ein Hecht aus dem Predator Cup. So, es geht offensichtlich um dieses Bild. Fällt euch irgendwas auf? Ist irgendwas, wo man sagt... Da ist natürlich die Verwechslungsgefahr Predator Cup und Predator Tour. Und es geht aber hier um die Predator Tour. Muss man nochmal dazu sagen. Bis auf, dass der Horizont nach links unten abfällt und ich solche Bilder nicht leiden kann. Horizont immer gerade. Ich auch nicht. Der Fisch so wabbelig. Ich auch nicht. Ein großer Hecht ist so wabbelig. Schwanz sieht komisch aus. Warum sind die Flossen so zerfranst? Zu groß? Nee, zu rot. Warum hat er... Der ist schon so. Ist eine schöne, über einen Meter große Hechtdame. Okay, pass auf. Wir machen mal Folgendes. Ich zeige euch mal. Es ist hier die Internetseite. Die Instagram-Seite vom Predator Cup. Wir gucken uns mal die Hechte an, die da so auf den Fotos des Predator Cups zu sehen sind. Ja? Da sind immer schöne, dicke Mamas. Das sind Fische in der Anglersprache. Big Mamas. Guckt mal hier, Wahnsinnshecht, unfassbar krass. So, da seht ihr die alle. Ich klicke die jetzt nicht einzeln an. Scroll mal hier durch, könnt ihr ja mal auf Instagram machen. Guckt euch mal die Hechte alle an. Übrigens, wenn ihr Single seid, ne? Und irgendwie auf solchen Dating-Portalen unterwegs seid, Tinder, dies, das. Keine Fischfotos. Liebe Jungs, Männer, gilt auch für die Frauen, macht euer Profilbild, haltet keinen Fisch in die Kamera oder zeigt kein totes Tier. Das habe ich auch schon mal gehört. Kleiner Tipp. So, ihr seht die ganzen Hechte. Das ist ja? Besonders schlecht. Habt ihr euch angeschaut. Wunderschöne Tiere übrigens. Also Esox lucius ist einer meiner Lieblingsfische im Süßwasser. Wir gehen wieder zurück und schauen uns diesen Hecht an. Pass auf, ich gehe mal kurz in die Analyse. Also alle Hechte, die ihr gesehen habt, sind von der Zeichnung nach dem Drill. Also das heißt, wenn sie gefangen wurden, sehr aufgeregt. Die werden dann sehr durchgezeichnet. Selten, dass der Hecht so milchig trüb ist. Die sehen anders aus. Ja, kommt aber auch teilweise aufs Wasser drauf an. Es gibt auch Hechte, die sind einfach in trüben Wasser, die haben einfach nicht so ein krasses Muster. Ja, es gibt halt wirklich krass unterschiedliche Färbungen. Also, es gibt wirklich welche, die sind fast Gold. Also jetzt so bei großen Fischen wahrscheinlich eher nicht. Aber doch, gerade die Hollandhechte finde ich häufig recht hässlich. Ja, weil das Wasser oft sehr trüb. Also kommt halt ja, auch aber ich weiß nicht, ob es am krassen Schiffsverkehr liegt, dass sie dann öfter mal auch irgendwo so einen Cut hinten im Rücken oder keine Ahnung, weil... Also irgendwie sind sie doch eher nicht so die schönsten. Also so ein Waldseehecht oder hier aus der Müritz oder irgendwie so diese großen natürlichen Gewässer, das sind schon hübschere Fische. Ja, Boddenhechte sehen auch geil aus. Sehen auch wieder ganz anders aus als in anderen Gewässern. Viel längere Gardaseehechte oder überhaupt italienische Hechte sehen ultra krank aus. Die sehen immer viel dunkler aus. Ja, und die haben noch dieses krasse Muster. Auch eine ganz andere Maserung und so. Die sehen so ein bisschen Tiger. Aber ja, was ihr sagt, stimmt, dass Hechte oft nach dem Drill mal ein bisschen kräftiger von den Farben sind als davor. Auch im Sommer ist es nochmal, da hast du halt auch diese roten, wenn die Schuppen so rot unterlaufen sind, was nicht gut ist, was kein gutes Zeichen ist. Wenn die viel Stress haben. Fisch, also ja. Selten, dass die Flossen so rot sind. Ausgefranst ist auch ein altes Hechtweibchen. Ich weiß nicht, zu welcher Jahreszeit das war, dann kriegen die ordentlich eine auf den Sack von den Laichzugängen. Das hier interessiert mich sehr. Das und das auch. Das natürlich auch, ja. Das hier hinten auch. Der Fisch sieht nicht gut aus. Wo zeigt der denn auf? Da sind wir uns, glaube ich, irgendwie alle einig. Der Fisch sieht scheiße aus. Der sieht wirklich nicht gut aus. Der sieht aus meiner Sicht nicht aus wie gerade gefangen. Weil die Hechte durch den Drill haben großen Stress. Die haben Angst, Schmerzen.
und ballern da farbmäßig ordentlich einen raus und sehen nach dem Drill eigentlich immer richtig fresh und geil aus. Diese große Hechtdame sieht wirklich scheiße aus. Und es geht um das, was hier liegt. Für mich sieht das aus wie ein Moniereisen mit einer Leine. Der Grund, warum ich dieses Video jetzt hier mache und meine Fragen an die Angelszene, ist ein anonymer Tipp via Facebook, beste Tipps, im Messenger, von einem Turnierangler, der mir sagte, er hat Beweise und hat Bilder geschickt, dass es Menschen gibt, die an solchen Turnierangelsachen teilnehmen und, jetzt kommt's, vorher Fische fangen oder auch mit Berufsfischern Dinge zu tun haben, Reusen, Netze, dies, das, diesen Fisch dann an eine Leine binden, also durchs Maul, durch die Kiemen einschlaufen und unter Wasser mit einer Boje, GPS, mit Bleigewichten beschwert oder an einer Stange haltern, um dann beim Angelturnier, wenn sie da draußen sind und keiner guckt, dahin zu fahren, den Fisch abzumachen und in die Kamera zu halten. Auch hier wieder meine Frage an die Angelszene. Warum ist da nicht vorne an der Bootspitze vom Boot, so wie ich bei meinen Tierfilmen die Sachen mache, wenn ich mich und mein Team zeigen möchte oder ich einen Zwischenschnitt brauche, eine GoPro angebracht? Da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen oder können wir auch direkt drauf eingehen, wie das alles zusammenhängt. Wollen wir das jetzt machen oder später mit den Marshalls und so weiter, wie das da gelaufen ist bei dem Turnier speziell jetzt? Wer weiß, vielleicht gehen sie da. Genau, deswegen, wir gucken mal. Ansonsten können wir gleich erklären, wie das alles lief und warum man daran oder anhand dieses Ablaufs noch besser sagen kann, dass da wurde irgendwas höchstwahrscheinlich gemauschelt und ist nicht so mit rechten Dingen zugegangen. Das Angelturnier, weiß ich nicht, geht von 6 bis 6, meinetwegen 12 Stunden, gibt es Zusatzbatterien bei der GoPro, die das alles aufzeichnet. Und du hättest den perfekten Beweis, wenn du hinterher das Bildmaterial ablieferst vom Fang des Fisches. Jetzt zurück zu diesem anonymen Tipp. Ich kenne... Am besten sogar die GoPro immer umschneiden, damit er gar nichts machen kann vor der Kamera, was irgendwie... Wenn beide eine GoPro umgeschnallt haben, dann siehst du jeden Handgriff, den die, obwohl dann kann wieder jemand anders dazukommen und so. Aber ja, vorne in der im Bug ist eigentlich schon die... Ja, aber jeder hat einen Motor vorne dran befestigt und dann kannst du den ganzen Tag das ganze Boot alles filmen. Ist halt aber auch, muss man ganz ehrlich sein, ein relativ großer Aufwand, ne? Also ich meine, da sind 120 Boote dabei. Das ist aber kein großer Aufwand. Du musst danach dich hinsetzen und es kontrollieren. Richtig, das meine ich. Ja, aber gerade wenn du da jetzt sowas hast, dann könntest du jetzt sagen, okay, bei denen wird speziell geguckt, ansonsten wird es vielleicht überflogen in Schnelldurchlauf. Du musst ja nicht den ganzen Tag dir genau angucken, du musst ja nur die interessanten Stellen, wo zum Beispiel ein Fisch gefangen wird oder so, die rauspicken. Also das geht schon, wenn man will. Angler und auch ich selbst habe Fische angebunden. Ich persönlich habe das nur gemacht mit Karpfen und die in einem Karpfen gefangen in der Nacht. Catch and Release Angler, wisst ihr alle schon, tausendmal erzählt. Und habe diesen Karpfen in einen Sack gesteckt, aus so Stoff mit so ganz feinen Löchern drin, Reißverschluss zugemacht, Karabiner, Seil, wieder ins Wasser zurückgetan, Stange reingeschlagen oder am Baum festgemacht und über Nacht da gelassen, damit ich den tagsüber fotografieren kann. Das habe ich noch nie gemacht. Ich auch nicht. Ich war ein paar Mal Karpfen, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe das Foto dann im Dunkeln gemacht und den Fisch gleich. Auf jeden Fall. Also gehältert habe ich die noch nie. Und haben wir auch eigentlich immer schon, klar, wir sind ja jetzt auch schon ein bisschen weiter von der Entwicklung der Angler vielleicht. aber das ist auch heute schon eher geächtet, würde ich sagen. Ja. Also das machen, glaube ich, so. Die wenigsten. Wir sind halt auch nicht in dieser Karpfenangler-Szene, nee, das schon dazu sagen. Aber es gibt es auf jeden Fall noch. Und du kannst natürlich auch normal diese Karpfensäcke kaufen und so weiter. Ja. Also auch das ist schon gang und gäbe. Mit Welsen auch. Gibt. Und mit Welsen auch. Das waren dann ein paar Stunden. Dabei ist mir in meiner Karriere, sind mir Tiere gestorben. So, gebe ich zu, ist passiert, war scheiße. Wirklich? Aus heutiger. Das hatte ich noch gar nicht gehört, dass die dabei sterben. Können wahrscheinlich nicht mehr richtig atmen und so. Und ja, so ein Sack, da kommt nicht natürlich. Ja, nicht gut, so viel. Ein Sack, das ist kein Sack, ne? Das ist jetzt nicht ein Jute-Sack. Es ist schon. Nein, da sind Löcher drin, aber es ist natürlich nicht so wie. Nee, na klar. Wenn der Fisch schwimmt, ne? Auf jeden Fall ist es definitiv nicht gut für den Fisch. Nee. Das steht in der Frage. So ein Karpfen, der unter Stress extrem Sauerstoffbedarf hat, in diesen Karpfensack zu legen und zu hältern, was per se in Deutschland nicht verboten ist übrigens, sich der Karpfensack auf die Kiemen legen kann, der Fischer mit dem Kopf raus will und der dann nicht richtig atmen kann, keinen großen Sauerstoff durch Lüftung in diesem Karpfensack herrscht, ist normal, dass dann auch mal einer stirbt. Das habe ich gemacht. Es gibt aber Menschen, die solchen Hechten, Raubfischen, die deutlich empfindlicher sind als ein Karpfen, eine Leine durch die Maul, also guck mal hier. Hier vorne kannst du rein mit der Leine, kommst hier hinten wieder raus, machst einen Karabiner drum, schlägst das Moniereisen rein, lässt den Fisch da dran, der überlebt sicherlich auch ein paar Tage, weiß ich nicht.
Bei Welsen könnten wir auch über Wochen reden. Was? Welse Wochen? Nächstes Thema. Das geht alles. Und man darf das in Deutschland machen, wenn du zum Beispiel so einen Fisch fängst, den darfst du ja in Deutschland nur fangen, weil du ihn verzehren möchtest, nicht einfach nur zum Spaß. Leute, wir fangen jetzt nicht diese Diskussion an vom Entnahmefenster und ein Laichhecht zurücksetzen und so weiter. Danke. Danke, dass ihr damit nicht erst anfangen. Hier geht es ums Turnierangeln, ums Fische fangen fürs Foto oder ums Turnier zu gewinnen. Du darfst einen Fisch so hältern, fach- und sachgerecht, wenn du ihn später mitnehmen möchtest, damit das Fleisch nicht verdirbt. Ja? Also da will ich mich auch wieder nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich meine, das ist Bundesland- bzw. sogar gewässerspezifisch geregelt auch, oder? Und es gibt da auch, glaube ich, oder ich bin mir relativ sicher, dann auch Regularien, die sagen, dass dieser Setzkescher, wo der Fisch drin ist, mindestens so einen Durchmesser hat, mindestens eine Länge von so und so viel Meter. Damit beschäftigen wir uns absolut gar nicht. Das ist null unser Thema. Deswegen haben wir da jetzt auch nicht... Nicht unser Fachgebiet, sagen wir mal so. Ja, das Thema im Thema ist es nicht. Also wir sind weder Leute, die Stippmeisterschaften mitmachen und da Fische hältern. Wir fangen keine Karpfen und hältern die. Und ein Hecht anzubinden, auf die Idee würden wir schon mal gar nicht kommen. Nee. Also deswegen... Seht es uns nach, dass wir da nicht 100%, aber wir werden es mal recherchieren, wie es wirklich ist mit der Hälterung von Fischen. Also auch, ob es überhaupt bundesländerspezifische Unterschiede gibt oder ob das einheitlich ist und so weiter. Aber auch da sind wir sind eh in Holland, also da muss man nach anderen Gesetzen gucken. Bei dem Turnier jetzt, ja. Es geht. Dafür gibt es Setzkescher zum Beispiel oder was ich euch gleich noch zeige. Die Frage wäre dann, warum nimmst du denn keine Kühlbox mit? Naja, weil manche Angler gehen ja auch freitags angeln und hören erst Sonntag auf, Freitagnacht den Wels gefangen. Den willst du mitnehmen, den bindest du an unter Wasser und dann nimmst du ihn erst am Sonntagabend aus. Gut, anyway. Wir gucken jetzt aber mal, ich habe mich ein bisschen verzettelt, sorry, was hier passiert ist oder was der Skandal ist. Ich habe euch gesagt, der Fisch sieht scheiße aus, das passt mir nicht, könnte ein Reusenfisch sein. Der könnte angebunden gewesen sein. Das Moniereisen, was macht das hier auf dem Boot und diese Leine ist... Warum? Mutmaßung. Alles keine Beweise, Indizien. Wegen diesem Bild, Leute. Ein Hecht... Schöne Größe und sowas alles. Aber die Frage ist jetzt, Leute, was ist jetzt so spannend an diesem Bild? Alles. Und da gibt es eine spannende Sache und die zeige ich euch hier. Zwar geht es um das, was ich dort eingekreist habe. Schöner Kreis. Ihr seht erstmal dort die Kescherstange, eine weitere Stange, ein rotes Seil mit einem Blei dran und daran eine Schnur. Erstmal, was macht sowas auf einem Boot? Eine weitere Stange mit einem roten Seil, mit einem Gewicht dran. Und vor allen Dingen so eine Eisenstange, so ein Moniereisen, die ist, korrigiert mich, wenn man Betonbauten macht, bringt man die ein und kann die umbiegen und so und das sorgt für Stabilität im Beton, ne? Habe ich auch schon mal gemacht, um so Sachen abzustecken, wo dann gepflanzt werden soll, habe ich Moniereisen in den Boden geschlagen und dann machst du da Seil drum und dann kannst du gut was abspannen, die sind halt haltbar. Und dazu eine Angelschnur. Wir gehen mal näher ran, Leute. Wir gehen mal näher dran. So, da oben sehen wir den Hecht, Leute. Da oben sehen wir den Hecht. Und da drunter seht ihr dann die rote Schnur. Mono, ne? Ihr seht die Stange. Oder so. Ihr seht rechts die Kescherstange. Und da das Blei mit der Schnur dran, Leute. Da das Blei mit der Schnur dran. Das sind wichtige Fakten, die wir uns hier merken müssen. Dazu kommen noch einige Fakten mehr. Dabei müssen wir uns... Wie blöd muss man sein, dass die Beweise auf das Foto kommen? Ich habe ja vorhin gesagt, wirklich? Kriminalität geht nicht mit Klugnishaftigkeit einher. Wichtiger Satz. Denken Leute, das Ganze ist nur ein Bild. Das Ganze ist nur ein Bild und es beweist. Die juckt in den Fingern zu googeln, ob es das Wort Klugnishaftigkeit gibt. Gibt's? Nein, juckt mich nicht. Das gibt's nicht. Ich guck mal nach. Mach mal weiter. Das ist vielleicht, wollten wir, was hat er gesagt, wo das herkam? Irgendwie von einem Professor. Professor oder Kommilitonen? Professoren. Das gibt's nicht, das Wort. Vielleicht waren die selber kriminell und deswegen haben sie das gesagt. Geht nicht mit Klugnishaftigkeit einher. Also du brauchst nicht gucken, das Wort gibt's nicht. Da bin ich mir ganz sicher. Gar nichts. Das stimmt. Ne? Aber man kann hier durchaus Fragen stellen bzw. Mutmaßungen anstellen. Mir passt das auch nicht. Ich würde es auch so bewerten. Nicht, ob ein Fisch damit gefangen wurde oder sonst irgendwas. Aber wenn ich mir diesen Fisch angucke, der hat auf jeden Fall schon einige Blessuren. Die Flossen sind sehr, sehr rot getränkt. Was? So sieht ein Fisch nach dem Fangen eigentlich nicht aus.
darauf schließen könnte, es gibt keine Beweise, dass das Ganze vielleicht ein Reusenfisch gewesen ist. Die beiden auf Platz 1 ist einmal ein Berufsfischer, als auch ein Damit hat er schon mal einen Fakt noch gedroppt. Da, wie so ein Erdmännchen. Also oder wie Carla, wenn ich sage, hast du Hunger? Nein, ein Berufsfischer, der Zugang zu Reusen hat und so? Nee. Und so ein Bootshaus, wo der so einen Fisch auch hältern könnte? Nein. Ein Guide. Und ein Angelguide. Und diese Konstruktion, die da liegt, mit der Stange, als auch dem roten Seil, als auch dem Gewicht daran und der Angelschnur, könnte ein Teil einer Reusenkonstruktion sein. So ungefähr sehen Reusenkonstruktionen in ihrer Art auf jeden Fall aus. Man könnte jetzt auch sagen, hey, das ist vielleicht irgendwas von einem Driftbag oder so. Nee, ich habe auch ein Driftbag auf dem Boot und nein. Ein Driftbag ist was dich nicht schnell abdriften kann, also ein Sack im Prinzip mit Schlaufen, den du vom Boot wirfst, gibt es in verschiedenen... Aber da hat so eine Stange auf jeden Fall nichts, irgendwie gar nichts zu suchen. Also das Seil vielleicht braucht man für einen Driftsack, aber ansonsten... Ja, und das Blei vielleicht noch, damit der Sack aufgeht unten, aber die Stange brauchst du nicht. Ich bin ein größeren Driftanker und der ist im Wasser und dann driftest du nicht so schnell weg, aber das hat mit Moniereisen und sowas nichts zu tun. Ah, könnte sein. Totschläger vielleicht, weil die alle mitnehmen und essen. Problem gelöst. Ne, wie gesagt. Ja, ich komme schon, Totschläger. Apropos Essen. Weil die mitnehmen und essen. Perfekter Zeitpunkt für einen kleinen Snack, weil wenn ich den Hecht gerade so sehe, kriege ich direkt Hunger. Kriege ich auch direkt Hunger. Ich habe den Salted Caramel, wie heißt das Salted Caramel in Chocolate? Und du hast den so ein schöner, White Chocolate. So ein schöner alter Meterhecht. Warum kannst du knuspern jetzt hier? So ein schöner alter Meterhecht, der schmeckt auch am besten. Auf euch, Leute. Und der knuspert auch. Weiße Schokolade, Kokos, Traumkombo. Der Salted Caramel auch. Also der ist wirklich auf jeden Fall mein Favorite, würde ich sagen. Salted Nuts feiere ich auch. Stimmt. Salty Nuts. Wir haben neue Codes, Leute. Wenn ihr bei YFood bestellt, Yoshi-YouTube oder Angeln-YouTube. Findet da unten alles drin, könnt ihr auch einfach anklicken, ihr braucht da nichts eingeben. Checkt mal die Riege ab, ein geiler Zwischensnack so für nachmittags. Der geil schmeckt und halt vernünftige Nährwerte hat. Wir stellen hier nur Vermutungen auf und stellen hier... Man kann aber eine Frage stellen, durchaus berechtigt, weil da Zweifel entstehen. Nur Fragen. Ja. Kommen wir dann dazu, wie sollte das passieren? Das kann doch gar nicht sein. Die ersten 10 platzierten Leute bekommen immer einen Marshall oder eine Kamera mit an Bord, um Betrügereien und sowas aus dem Weg zu gehen. Aha. Man stellt also jemanden hin, einen Aufpasser beim Angelturnier, der Betrügereien ausschließen kann und, oder eine Kamera. Schon mal gut. Die beiden. Merkt ihr, wie absurd sowas eigentlich alles ist? Das wäre wie, wenn ich einen Fotowettbewerb mache, wo alle an einem Tag an den See fahren und ein Foto, wer das beste Foto hat, und man muss einen Aufpasser dabei haben, damit du auch ja beim Foto nicht betrügst. Als Titelverteidiger, Leute. Müsst ihr überlegen, die haben letztes Jahr schon die Predator Tour. Ich muss aber sagen, ich höre das erste Mal davon, dass es Fotowettbewerbe gibt. Also Fotowettbewerbe finde ich nicht wesentlich weniger absurd. Also für den, der diese Nische oder dieses Hobby oder diese Passion halt dann teilt, vielleicht. Tierfotografie. Ja. Meinst du jetzt, der so die Tierfotografie hat? Allgemein, Fotocontests, gibt's sowas, was er gerade gesagt hat? Nee. Ja, doch. Es gibt auf jeden Fall immer so von diesen, das ist Nikon. Es wurde dann irgendwie jemand gewählt, der das Beste, aber das ist doch nicht ein Turnier, wo alle auf einmal losrennen und ein Foto machen, oder? Nein, aber er sagt ja gerade so, es wäre so, als wenn. Man das überprüfen muss, dass da keiner schummelt. Aber ich meine, es gibt doch keinen Tag, wo sich alle treffen und dann um den See laufen und wer das beste Foto macht, gewinnt. Sondern das beste Einreicht dann. Ja, genau. Irgendwann über einen langeren Zeitraum, ein halbes Jahr oder ein Jahr oder so. Das kennt man so. Also ich. Als Titelverteidiger haben natürlich als Team 1 gesetzt direkt den Marshall und eine Cam an Bord bekommen. Oder nur eine Cam an Bord bekommen. So eine Cam hat auch mal eine kleine Zeit, wo sie nicht funktioniert oder der Marshall aufs Klo muss. Gibt's auch alles. Und dann kommt gerade der dicke Hecht. Es ist doch immer das Gleiche. Somit konnte man noch nicht viel machen und haben auch relativ normal gefangen, muss man sagen, am ersten Tag. Relativ normal gefangen. Das geht mir über mehrere Tage. Okay, das wusste ich auch nicht. Keine Übergrößen, aber relativ normal gefangen. Dann waren sie, glaube ich,
Tag 2 auf Platz 19, oder sind mit Platz 19 gestartet. Hatten dann keinen Marshall mehr. Genau, einen Platz weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube Platz 19 war es. Und somit keine Cam und kein Marshall an Bord. Geil. Keine Kontrollen. Genau so. Und an diesem Tag erstaunlich gut. Sehr, sehr große Fische gefangen. Zufall. Nein. Sehr, doch. Sehr, sehr. Doch, sehr. Robert. Und zwar bringt der Kameramann oder der Marshall, der hat eine ganze Menge Pech im Gepäck gehabt. Das ist immer so bei den. Sehr große Fische, die das Team wieder in die obere Platzierung katapultiert haben. Was ja dann zur Folge hatte, dass am letzten Tag von 3 Tagen wieder ein Marshall an Bord war. Komischerweise sind die Fänge dann wieder ganz schön zurückgegangen. Wird Icy bestimmt jetzt auch nochmal sein. Vielleicht sogar die Fische, die sie bis auf Platz 1 katapultiert haben. Ne? Aber alles an Tag 2, wo keine Cams und kein Aufpasser mit dabei war. An Tag 3 war dann natürlich wieder, weil sie ganz oben mit dabei waren, war dann wieder eine Cam mit dabei. Und da wurde auch wieder ganz normal gefangen. Auf jeden Fall nicht krass. Herr Richter, Zufall. Alles keine Beweise. Nein. Ist alles nur etwas verdächtig. Und an diesem Tag, wo die Marshalls natürlich nicht dabei waren, ist auch dieses Foto entstanden. Natürlich entstanden. Trotzdem alles keine Beweise. Was noch verrückt ist an der Sache, ist, dass genau das gleiche Team letztes Jahr die WPC gewonnen hat. Ist alles kein Beweis. Ist das der World Predator Cup oder was? Richtig. Ist alles nur sehr verdächtig. Und hier geht es diesmal nicht wie bei der Talk Fiction. Oder es sind halt einfach verdammt gute Angler. Einfach nur um die Ehre oder sonst irgendwas. Sondern hier geht es um einiges an Kohle. Allein der Gewinn der Predator Tour bringt 15.000 Euro ein, Leute. Und Prestige und bestimmt einen geilen Pokal und Angelsponsoren und dies und das. Also das, da hängt ja eine Menge dran. Und das Foto in der Essox oder Rute und Rolle. Gibt es überhaupt noch? Beide noch. Überlegt euch die letzte WPC, die letzte Predator Tour, als auch. Das ist schon nicht ohne. Das ist schon nicht ohne. Aber wie gesagt. Ich finde das so absurd, dieses Video zu machen. Da kann man sich halt aber trotzdem noch nichts von kaufen. Ne? Also du kannst ja bei dem Turnier, du gewinnst ja nicht jedes Turnier. Und wenn du dann da jetzt hier, ich glaube bei Predator Tour waren es 10.000 Euro, die du dann natürlich zweiteilen musst, oder kriegt die jeder? Nee, die werden geteilt. So, das sind 5.000 Euro, das sind 2 Monatsgehälter. Wenn man Pech hat, sind es 3 Monatsgehälter. Aber diese 10.000 Euro bringen einen ja nun wirklich, klar, wenn man noch einen normalen Job hat, dann helfen die einem. So, dann sind 10.000 Euro geil, aber die sind jetzt nicht, dass du davon leben kannst. Also es ist nicht so, dass du das machen musst, irgendwie, weil das dein Job richtig ist. Und du dann danach irgendwie in Ruhestand gehen kannst oder weiß ich was. Nee, so krass ist es nicht. Also es ist schon wirklich viel, um es mal mit Roberts Worten zu sagen, Ego-Geficke. Ja, wir haben hier auch nochmal ganz kurz, blenden wir euch auch mal ein, noch einen weiteren Fisch, der von den Jungs da eingereicht wurde. Da sieht man den anderen Team, das andere Teammitglied. Und da sieht man jetzt zwar keine Eisenstange oder sonstiges, aber der Fisch, Leute, sieht auch echt nicht fit aus, ne? Sehr ruppig. Der sieht so richtig aufgedunsen, aufgequollen aus. Also, ja, nee, also der war trotzdem ja dünn und so. Und wir haben auch noch ein weiteres Bild. Und zwar das hier. Was ist das? Da sieht man auf jeden Fall bei dem Zander, sieht aus, als wenn er irgendwie die Zunge rausstreckt. Das Auge ist völlig milchig. Sieht auch echt nicht gut aus, muss man ganz ehrlich sagen. Hier sieht man es nochmal. Also die Flossen sind auch völlig ausgefranst da hinten. Es sieht nicht gut aus. Der Fisch hat, wie gesagt, die Augen hier, die ganze, guck mal, die Brustflosse. Ja, vorne stimmt. Komplett ausgefranst. Echt nicht gut. Aber im Hintergrund, da liegen zumindest nur Ruten, keine Stangen, ne? Naja. In dem Fall alles nur Ruten, aber trotzdem. Ah, dafür ist dann hier auch nochmal eine braune Brühe am Rücken. Könnte natürlich von so einem Keschernetz oder sowas sein, ne? Aber das sieht echt nicht gut aus. Rechts. Sieht echt nicht gut aus alles. Die ganzen Fische sehen echt nicht gut aus. Hier ist noch einer, der eingereicht wurde. Auch völlig. Also völlig zerrockt. Und zwar wirklich halt, wie gesagt. Achso, das war der von gerade. Aber durchgängig halt alle Fische von dem Park scheinbar richtig ranzig. Ja. Keine schönen Fische. Nee. Es gibt Wahnsinn. Keine Beweise. Aber ich finde trotzdem, man sollte sich mal Gedanken machen über die Art und Weise und ob man nicht wie man mit Fischen umgeht, kommt jetzt. Nicht sogar, wenn man Turnier gestartet, in jedem Boot
vielleicht eine Kamera einbaut. Ach so, okay. Ja. Hier kann man jetzt nichts beweisen, Leute. Hier kann man nur Fragen stellen. Ist das Ganze so passiert? Ist das nicht? Ich habe der Predator-Tour eine Nachricht geschrieben. Ich habe keine Antwort bisher bekommen. Sie haben es gesehen. Hm. Ich habe keine Nachricht von der Predator-Tour bekommen. Und ich bin gespannt, wie es... Die hatten wohl noch ein Statement im Nachhinein veröffentlicht, ne? Wo sie irgendwie gesagt haben, dass nicht nachzuweisen ist, aber die, glaube ich, nächstes Jahr nicht teilnehmen dürfen, weil irgendwie, oder? Ja, es war auch so halbherzig, was sie gemacht haben. Da haben sich auf jeden Fall einige Leute dann auch noch drüber beschwert, dass das nur so halbherzig war und denen nichts aberkannt wurde und so weiter. Mit dem Thema weitergeht, Leute. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nur ein Verdacht. Ich stelle nur Fragen. Ich auch. Was ist eure Meinung? Das würde mich auch mal interessieren. Echt jetzt mal ohne Scheiß. Angelelite Deutschland. Haut mal da unten in die Kommentare eure Meinung zu genau diesem. Nicht, dass ich mich jetzt angesprochen fühlen würde. Aber wir machen es jetzt auch in die Kommentare. Wir machen es direkt in die Kamera. In your face. Ist natürlich auch absolut überhaupt gar nicht. Also finde ich noch schlimmer. Akzeptabel, nicht zu dulden. Noch schlimmer als das in den USA. Natürlich, natürlich, also weil die Fische ja. Deutlich, deutlich schlechterer Umgang. Also bei den Fischen in den USA, da geht man mal davon aus, die wurden, wie Robert von auch schon sagte, weitgerecht getötet und dann danach befüllt. Auch wenn das alles nicht richtig ist. Aber die haben dadurch keine extra Schmerzen oder. Leid den Fischen. Aber den Fischen wurde dadurch nicht extra Leid irgendwie zugefügt. Ja, sie mussten nicht länger draußen bleiben oder wurden noch gequält oder so oder mussten halt unter Wasser ums Überleben kämpfen, während sie irgendwie befestigt sind, irgendwo drin sind, irgendwo dran sind. Weiß der Geier, wie das dazu stand. Vor allen Dingen so eine Schnur, die die ganze Zeit hinten an den Kiemenbögen. Also die hier so durchgeht, durch das Maul in den Kiemenbogen. Gerade die Kiemenbögen sind so mit das Empfindlichste, glaube ich, was ein Fisch hat. Diese ganz feinen roten Flimmerhärchen da und an den Kiemenbögen, die sind ja auch nicht dick. Und ist natürlich vor allem für den Fisch extrem wichtig. Also ohne Kiemen sieht es schlecht aus. Denn ja, das heißt, würde man. Nee, kann man nicht vergleichen. Kann man bei uns nirgendwo so durchziehen. Bei uns gibt es keinen Eingang und Öffnung wurde einmal komplett. Kennt ihr diese Jacken, die im Kaufhaus irgendwo vor Diebstählen geschützt sind, wo es dann einmal in den Ärmel reingeht und dann unten wieder raus? Ja. Bei Menschen müsste man auch, um diese festzumachen, durch den Mund rein, durch den Arsch wieder raus und dann kannst du so irgendwo ran bauen. Fall. Nee, aber. Ja. Auch nochmal jetzt, wie gesagt, dazu ist es überhaupt keine Frage. Also ich denke nicht, dass es irgendjemanden gibt, der das gut heißt. Ich denke, es gibt schon leider Leute, die es nicht ganz so schlimm finden. Und da geht auch wieder keine, wie hat er sie genannt? Schlauhaftigkeit? Nee, Klug einher. Klughaftigkeit? Ja. Bei Leuten, die das weniger schlimm finden. Also wenn man so ein bisschen Hirn und Verstand hat, dann kann man das, wie gesagt, nicht tolerieren. Thematik rein, das würde mich mal interessieren. So, hier. Und ganz wichtig, so eine Flachzange, es ist immer noch die Vermutung nur, aber das stellt natürlich das ganze Hobby und auch jetzt, also Turnierangeln wäre jetzt von Robert beispielsweise sicherlich nicht so in Frage gestellt worden. Also klar, wäre es wahrscheinlich von ihm in Frage gestellt worden, aber jetzt nicht in dem Ausmaß, wenn sowas nicht passieren würde. Richtig, sowas wirft natürlich nochmal ein extra schlechtes Licht auf die Angler, weil dann gibt es schon diese Turniere, die eventuell umstritten sind, in Deutschland sowieso verboten sind. Und da können die Leute, die daran teilnehmen, vielleicht ganz froh sein, dass es nicht unbedingt gerade in den Medien groß breitgetreten wird, was so ein Angelturnier ist und was dabei passiert. Aber jetzt sowas stellt das Ganze ja natürlich nochmal ein viel schlechteres Licht und hat jeden Angler, und natürlich vor allem Turnierangler, aber jeden Angler letztendlich irgendwie, dass halt Angler bereit sind, so weit zu gehen für, wie gesagt, da hat man nicht ausgesorgt. Es ist nicht so, dass die irgendwie vorher, weiß ich nicht, hatten Geldprobleme und sagen, okay, jetzt ist alles gelöst, dass sie jetzt abhängig damit sind kann davon. Ich jetzt meine Krebsbehandlung bezahlen, so dann, aber so ist es nicht. Also das ist, wie gesagt, absolut nicht der Fall. Das ist, wie wir eben schon gesagt haben, nicht akzeptable Geficke. The Predator Cup. Be the best. Catch the biggest. Predator Tour. European Predator Fish Competition. Nächstes Jahr im Juni geht's weiter. Da fahren sie alle. Das war fast ein bisschen cringe. Wo er von meinem Thema war. Aber nicht böse nehmen. Nicht böse nehmen, ja. Du brauchst noch 242 Tage bis zum nächsten Predator Cup. Yeah. Okay, dann geht's los. So. Jetzt kommen wir mal zu dieser Thematik, worauf ich eigentlich hinaus will. Das so, jetzt gab's, wir müssen das Video ein bisschen zusammenstrahlen. Also wir haben jetzt noch schon, haben jetzt hier schon über eine Viertelstunde. Er kam jetzt noch zu noch mehr Fällen, auch wo die nicht ganz so schlimm waren vielleicht, aber
auch irgendwie Betrügerei und so weiter. Und jetzt kommen wir aber noch zu dem, ja, was er selber ja sagt, eigentlichen Thema des Videos. Längste Video, das längste Vorspiel meiner Videokarriere. Ich bin auf einer Seite bei meeresangler.com. Ich muss mich mal hier als Kochtopfangler outen. Kochtopfangler sind also Menschen, die angeln gehen, um die Tiere später zu verwerten, um sie zu essen. Der einzig sinnvolle Grund, warum man angeln gehen sollte und darf in Deutschland. Ja? Aber also es gibt schon noch mehr Gründe, von wegen richtig Erholung und bla, und also dass man am Wasser ist und draußen und so. Das sind schon auch Gründe, die mit diesem Grund einhergehen, aber die trotzdem ja nicht aussehen. Sonst kann man sich den Fisch ja auch kaufen. Ja. Die werden von Catch-and-Release-Anglern oder von Wettfischern immer als Kochtopfangler regelrecht beschimpft. Das sind aber die Angler, die eigentlich gesetzt... Habe ich selber auch schon mal gemacht, die man als Kochtopfangler beschimpft, aber das war... Das Konformangler nämlich. Fall natürlich nicht als Beleidigung gemeint, sondern... Es ist aber auch so eine Sache, Kochtopfangler hat natürlich einen schlechten Ruf. Ja, also das Wort Kochtopfangler bezeichnet schon eher jemanden, der... Ist schon negativ behaftet. Also wir würden uns nicht als Kochtopfangler bezeichnen, obwohl hier vor kurzem, vor ein paar Stunden noch ein großer Zander in der Küche lag. Aber deswegen würden wir nicht sagen, wir sind Kochtopfangler. Also nur weil man Fische isst, ist man nicht gleich ein Kochtopfangler, sondern Leute, die halt alles mitnehmen und ohne Sinn und Verstand drauf knüppeln, am besten noch fangen, Limits überschreiten. Richtig, wenn man sagt, man darf nur drei mitnehmen und die du siehst, fährst an denen vorbei und du siehst, dass die Fischkiste schon überquillt oder Mindestmaße nicht einhalten. Oder einfach über den normalen Verzehr. Also ich war mal an der Müritz, da war Leihboote und da war ein Boot, das hatte drei Eimer voll Barsche. Also ich habe auch einen Verein, verzehren. Den sehe ich fast jedes Mal, wenn ich an dem See bin. Und der nimmt jedes Mal Rute raus. Fische mit. Und ich bin jetzt nicht so oft da, aber der wird ständig da sein. Also der ist bestimmt drei, vier Mal die Woche da, würde ich schätzen. Und der nimmt jedes Mal Fische mit. Und ich denke mir, was machst du denn mit denen? Also dann, wie gesagt, was macht er damit? Das kann doch nicht, du kannst doch nicht, wenn du immer und immer so zwei, drei Barsche und ein Hecht oder zwei Hechte und so, und wenn du das dreimal die Woche machst, was machst du mit den ganzen Fischen? Also dann sollte man seinen Fischkonsum mal überdenken. Ja. Ein, zweimal die Woche reicht absolut auch als Angler. Der Spaß beginnt, die gute alte Sendung. Fisch reinziehen, der ist maßig, der ist außerhalb der Schonzeit. Das ist ein Fisch, den ich verwerten kann. 60er Zander, bupp, eins auf die Rübe. Herzstich, dies, das, weitgerecht getötet, Filets rausgeschnitten, zu Hause gebraten, schönen Tag gehabt, ein Tier aus der freien Natur entnommen, ohne Antibiotika, Massentierhaltung und so weiter. Aus meiner Sicht in Ordnung. Ja? Wenn man Tiere essen möchte, ist das, oder wenn man... Aus seiner Sicht in Ordnung, aus meiner Sicht mit das Geilste, was man machen kann. Fisch essen möchte, für mich der vermutlich beste Weg. So. Aber die werden von den Wettkampffischern tatsächlich beschimpft als Kochtopfangler, weil die ja die Fische wegnehmen, die man erfangen möchte und zurücksetzen möchte. Und man ist ja, der Catch-and-Release-Angler an sich und der Turnierangler ist ja ein Tierschützer. Er tötet ja die Fische nicht. Er quält sie nur zum Spaß. So, und ich muss mich mal hier als Kochtopfangler outen, also der Meeresangler. Wettfischen ist ja bekanntlich bei uns generell verboten. Nur um einen Pokal zu fischen, ist für mich mittlerweile auch ziemlich dämlich. Nicht, dass ich das nicht auch schon und das ein oder andere Mal beim Pokalangeln mitgemacht habe. Schließlich bin ich auch schon über 50 Jahre alt und habe da so einiges gemacht. Wettfischen geht nicht als Kochtopfangler, das ist korrekt. Ich habe nie so einen Pokal gekriegt. Ich habe keinen einzigen Pokal, verdammte Scheiße. Boah, ich bin richtig neidisch auf die ganzen Fische. Dieses aktive Angeln um jeden Fisch und Hauptsache, es gibt Punkte, war für mich nie der ausschlaggebende Anreiz, bei solchen Veranstaltungen mitzumachen. Da in Deutschland das Tierschutzgesetz das Angeln nur mit einer sinnvollen Verwertung des Fanges zulässt, werden diverse Wettfischen heutzutage in benachbarten Ländern, in denen Pokalangeln noch erlaubt ist, durchgeführt. Aber für mich als Kochtopfangler ist das viel zu viel Stress. Ich sitze lieber gemütlich im Wasser, schmeiße meine Köder rein und haare der Dinge. Finde ich alles ganz lieb, wie er das geschrieben hat. Und hier verweist er nochmal aufs Landesrecht Nordrhein-Westfalen. Auszug aus dem Fischereigesetz für das Land Nordrhein-Westfalen. Landesfischereigesetz LFischG. Also ihr müsst wissen, dass das Landesfischereigesetz, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, liebe Angler, in Deutschland nicht einheitlich geregelt ist, Bundesland zu Bundesland abhängig, jeder kocht da sein eigenes Süppchen, Fischsüppchen, zieht hier wie Hechtsuppe. Und grundsätzlich darf man aber nur angeln gehen, wenn man das Tier mitnimmt zum Nahrungserwerb. Alles andere ist einfach Quark und verboten. Also das gezielte Angeln gehen für ein Trophäenfoto ist verboten. Ich rede nicht über Tiere, die man zurücksetzt, weil zu klein, zu groß, dies, das. Paragraph 50. Fischereiliche... Hat er auch, glaube ich, jetzt nur wegen uns gesagt, gerade nur die kleine Ergänzung. Naja, aber... Das kann ja sonst missverstanden werden. Ja. Veranstaltung. Fischereiliche Veranstaltungen bedürfen der Genehmigung durch die Fischereibehörde.
Dies gilt nicht, wenn an der Veranstaltung nur Mitglieder eines Fischereivereins teilnehmen. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn eine Gefährdung des angemessenen Fischbestandes oder der Fischhege zu erwarten ist, die nicht durch Bedingungen und Auflagen verhütet werden kann. Wettfischen ist verboten. Als Wettfischen gilt eine fischereiliche Veranstaltung, die ausschließlich oder überwiegend dem Zweck verfolgt, unter einer Vielzahl von Teilnehmern durch Vergleich des unten unter festgelegten Bedingungen erzielten Fangergebnisses eine Rangfolge zu ermitteln. Das ist also in Deutschland verboten, weil es eben gegen das Tierschutzgesetz ist. Richtig, und deswegen finden die ganzen Turniere meistens in Holland statt, um dem zu entgehen und trotzdem Turniere veranstalten und fischen zu können. Quälerei ist ohne Sinn und Verstand, nämlich Spaß am Fisch, Tiere quälen für Pokale und Geld. So, dafür muss man übrigens auch ein Bußgeld zahlen. Anyway, Deutschland. Deswegen sind diese Turnierangeln alle im Ausland. Jein, denn in Deutschland kannst du, und das habe ich früher auch gemacht, ein sogenanntes Hegefischen machen. Es gibt also vereinsinterne kleine Wettkampfveranstaltungen, wo es auch Dinge zu gewinnen gibt. Dies, das wird aus der Vereinskasse bezahlt, whatever. Nennst du halt Hegefischen, sitzen dann 20 Angler da mit Setzkescher, am Ende angeln da alle rein, das wird dann gewogen. Mit Glück wird das noch an ein anderes Gewässer verbracht, weil dann war es zur Hege dieses Gewässers. Am Ende kannst du aber auch sagen, das war zur Bestandskontrolle. Und der Jürgen hat halt mit seinen 60,5 Kilo Rotohren unser Turnier bei uns hier gewonnen. So. Ja, warum ist denn auf einmal zu Philipp Feist geworden? Allerdings gibt es natürlich auch dieses diese Hegemaßnahmen, um eben Bestände, die zu groß sind, also das ist auch ja die Ausrede in Anführungszeichen. Ja. Ne? Also das ist auch einer der Gründe, dass man sagt, man muss die Bestände dezimieren, weil zu groß, Verbuttung und so weiter. Ne? Zu viel Weißfisch Biomasse und Ja, also genau. So läuft das. Also du kannst dich da auch so ein bisschen drumherum mogeln und ich sage ja immer, da wo es keine Fischpolizei gibt, da kräht auch kein Hecht. Flughahn. Danach. Flughahn ist übrigens ein Fisch. So, Wettfischen verboten. Knurrhahn. Anyway, worauf da ich hinaus will, auch kein Knurrhahn. Das ist eines der Themen, die ich gerne mit... Da knurrt auch kein Knurrhahn. So, nehmen wir es so. Genau. Da knurrt kein Knurrhahn nach. Diskutieren möchte, es gibt dazu im Internet kaum Videos. Und das finde ich so krass, dass dieser Part des Angelns so komplett verschwiegen und unter den Teppich gekehrt wird. Und mich würde jetzt mal interessieren, wir müssen das mal so ein bisschen auf den Tisch bringen. Thüringische heute viel, merkt ihr das? Ich möchte darüber gerne reden. Nochmal an dieser Stelle, ich finde Angeln total okay zum Nahrungserwerb. Catch and Release, brauchen wir nicht drüber diskutieren, das ist ausführlich erklärt worden, mit dem Ziel des Fisches fürs Foto ist Quark. Weil Tierquälerei und außerdem in Deutschland verboten. So, ich möchte zu diesem Heltern kommen, das Hechte mit Seil anbinden und 3 Tage später beim Turnier präsentieren oder aus der Reuße entnehmen, das, was ich früher gemacht habe, Karpfen in den Karpfensack stecken und das alles gesetzlich quasi erlaubt, weil ich muss den Fisch möglichst frisch halten, damit sie... Da müssen wir wirklich nach dem Video mal nochmal recherchieren. Ja. Also das, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das in Brandenburg sonst... Ich habe das auch schon ein paar Mal gehört, so Eltern nicht erlaubt und so weiter. Ich mache es halt einfach nicht, deswegen weiß ich es auch nicht, aber wir müssen auf jeden Fall danach nochmal gucken, wie das ist. Hier. Berlin-Brandenburg. Ich kann Bakterien entwickeln, wenn sie zum Nahrungserwerb geeignet sind. Und ich kann immer, wenn der Fischereikontrolleur kommt, sagen, ich hältere diesen Fisch nur, weil ich den nachher erst mitnehmen möchte und nicht jetzt abschlagen möchte. Das ist erlaubt. Dazu aber gibt es wirklich den theoretischen Grund, ne, dass ein Live-Well zum Beispiel Sinn machen würde. Hm. Wenn du nämlich Barsche fängst. Live-Well, Leute, wer es nicht weiß, ist auf dem Boot eine Kiste, wo Wasser drin ist zum Beispiel. Oder genau, das ist normalerweise im Boot integriert, auch mit Sauerstoffpumpe und so weiter. Oder dass es durchläuft quasi, also ein Kreislauf ist, immer das alte Wasser raus, das neue Wasser rein, der Dreck unten raus und frisches rein. Und wenn du da zum Beispiel jetzt Barsche reinsetzt, ja, und du sagst, ich fange jetzt einen Barsch, aber einen Barsch brauche ich nicht mitzunehmen. Reicht einfach nicht. Was soll ich mit einem Barsch? Müsste ich dann einfrieren oder so? Ich will aber frischen Fisch essen und dann fängst du noch einen. Aber das ist halt der einzige Ausnahmefall, oder? Den wir einfach anwenden, meinst du jetzt? Ja, also ich wende den auch ehrlich gesagt sehr, selten. Sehr, 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 sehr selten an. Ich glaube, es ist einmal genau vorgekommen oder zweimal. Aber dass du das machst, weil du nicht weißt, reicht es denn überhaupt jetzt dann? Und dann setze ich andere Fische oder setze ich sie wieder zurück? Ich hatte es einmal mit meinem Vater so, dass wir welche gefangen haben, 2, 3 und gesagt haben, wir packen die erstmal da rein. Die sind jetzt nicht die größten. Man könnte sie essen, wenn wir jetzt, wir wollen heute Abend Barsch essen. Wenn jetzt nichts anderes kommt, dann nehmen wir die mit. Aber eigentlich sind sie schon relativ klein und dann kamen halt noch ein paar größere, dann wurden die 3, die da drin waren, wieder zurück, waren auch quicklebendig, wie gesagt, weil das Wasser durchgelaufen ist, aber es war jetzt nicht über Tage, die Fische waren nirgendwo angebunden,
Die sind da nicht ständig in den Deckel gesprungen oder die haben auch keine Netze, wo sie sich irgendwie drin mit den Schuppen und so weiter verhaken. Denn auch das Fische zum Beispiel lange in einem Setzcatcher lassen, in einem Unterfangcatcher. Zieht komplett die Schleimhaut runter. Die Schleimhäute und auch die durch die Schuppen verletzen sie sich teilweise an den Augen und sowas. Flossenstrahlen. Also alle möglichen Sachen gehen von den Fischen, also machen die sich gegenseitig kaputt. Gerade Barsche mit relativ festen und scharfkantigen Schuppen sozusagen. Ja. Also auch da, ne, das darf man dann auch nicht übertreiben, wenn man es mal im Livewell hat. Aber das ist die einzige Situation, wo ich mir vorstellen kann, dass es Sinn macht. Verschiedene Methoden erlaubt. Die Frage, die ich jetzt stelle an die Angelszene ist, seid ihr damit echt okay? Also ihr seid mit dem Betrug an sich bei den Angelturnieren bestimmt nicht okay. Man nimmt ja den anderen Anglern das Geld weg und betrügt das alles scheiße. Aber nicht ein einziges Mal wird in diesen Skandalen darüber gesprochen, was es auch für Verstöße gegen das Tierschutzgesetz sind. Oder wenn es keine Verstöße sind, was gegen eine gewisse Tierethik oder Moral im Umgang mit... Gut, das haben wir ja gerade in Frage gestellt. Und ich denke auch, dass also nur weil Icident das jetzt vielleicht nicht so angesprochen hatte, gerade in dem Video, dass das jeder Angler unterschreibt, dass es ethisch überhaupt No-Go ist. Also so sowieso schon. So sowieso. Ja, ja, aber jetzt auch für ein Turnier die Fische anzubinden. Da meine ich ja, so in dem Turnier sowieso, aber auch hält dann generell, den Karpfenfang generell, oder so. Ja, generell. Ich frage ein paar Karpfenangler, die es wahrscheinlich machen, die sagen, ja, es ist okay. Ein paar werden sagen, ja, funktioniert, ich habe es auch schon gemacht. Ich denke, die Fische schwimmen danach weg, aber die meisten Karpfenangler, die machen ja sogar so ein auf die Hakenstelle quasi, wo das drunter machen. Desinfektionsmittel drauf, das ist hier zündet, also mit einem Dino drauf. So, aber ja, ich glaube, dass das, wie er gerade sagt, viele Leute nicht so auf dem Schirm haben. Mhm. Ja. Lebendigen Tieren. Ich habe Foren gefunden, die findet ihr in einer Minute googeln, müsst ihr mal Waller-Anleihen googeln oder so, wo Leute darüber diskutieren, wenn sie freitags angeln gehen, einen großen Wels fangen und den erst am Sonntagabend mitnehmen wollen, weil sie Sonntag erst das Gewässer verlassen, wie sie den am besten anleinen können unter Wasser. Und das ist noch nicht mal verboten in Deutschland, weil, ne, frisch halten. Stellt sich mir nur die Frage, wieso da... Das ist wieder was Eigenes, das Wels-Thema. Nichts gegen Welsangler, aber da gibt es auch Spezialisten. Ne? Keine Kühlbox mitnehmen und wieso nicht nach Hause gehen, wenn man ja schon das gefangen hat, was man will. Also dieses Anleinen und so weiter verschiedenster Tiere ist interessant und da habe ich dieses Video, das ist eigentlich so mit das einzige... Gute Stelle zur Pause machen. Und auch sagt, sagt das gleich am Anfang? Weiß ich nicht. Ein Australier. Manchmal kommt es so rüber, als wenn er mit uns reden würde. Du sagst so, wer ist das? Und er hat in dem Moment gesagt, weiß ich nicht. Das Thema. Oh ja, sehr heikel, äußerst heikel. Und zwar um Fische haten. Und zwar habe ich, wie viele von euch vielleicht gesehen haben, letzte Woche einen Hecht gefangen, der eine Drahtschlinge im Maul hatte. Wo kommt die denn her? Ich blende hier mal das Foto ein. Und da kam das Thema bei mir irgendwie privat auf. Gehen wir nochmal rein. Also, auch noch durchgepiekt, ne? Geschlossen, kannst du hier oben festmachen mit dem Karabiner und lässt den... Das, Leute, hat eigentlich nur dieses Gebilde, was ihr da seht, hat eigentlich nur einen Sinn. Und das ist, wenn man einen Fisch fängt, ihn tötet und zum Beispiel mit einer Warthose im Wasser ist. Meinst du, das ist dafür so ein Fisch? Galgen, na klar. Das ist eigentlich nur zum Transportieren und zum Festmachen, aber nicht für lebendige Fische. Das ist doch auch normalerweise... Obwohl, doch, nee, stimmt, es gibt auch kleine, damit du zum Beispiel eine Mefo... Ich kenne sowas halt für Hornhechte und so ein Zeug. Ja, das meine ich ja. Das ist mit der Warthose dran und deswegen meine ich, das ist zu klein dafür. Ach so, du kannst ja auch ein paar durchführen. Das kannst du dir auch selber basteln, also das kannst du zurecht nehmen. Ja, aber bei einem lebendigen Fisch, Alter, überleg doch mal. Fisch wieder zurück ins Wasser. Wo dann, also ein Hecht ist ein durchaus empfindliches Tier. Der ist nicht, nennt man zwar Unterwasser-Kroko, Krokodil, aber die sind nicht unempfindlich. Ein Karpfen ist deutlich unempfindlicher, aber das ist so... Und da kam das Thema bei mir irgendwie privat. Und da gibt es noch empfindlichere Fische. Also zum Beispiel... Okay. Krass empfindlich, ja. Zander sind je nachdem, also zum, was Tiefenausgleich, Druckausgleich bei bestimmten Tiefen angeht, Barsche auch. Das machen halt Hechte anders, also ist von der Funktionsweise im Körper anders aufgebaut und da sind sie weniger empfindlich. Also Barsche und Zander sind schon auch, also vor allem auch Zander, gerade mittlere Zander so. Mhm. Und vor allem ganz besonders kleine Zander. Ja. Die sind extrem empfindlich, also mit denen muss man richtig, weil die sowieso noch zu klein sind, um sie zu verwerten, den muss man richtig vorsichtig sein. Auf Fischehältern und dass es bei vielen Leuten leider immer noch nicht ganz klar ist, wie man einen Fisch schonend hältern kann und vor allem bei mir in der Vergangenheit kann man das überhaupt, einige Unfälle gegeben hat, was das betrifft.
Das ist genau wie die Hunter Brothers, ne? Die auch mal sagen, nicht jeder trifft, nicht jeder Jäger schießt immer 100% ins Schwarze, wir vertun uns auch mal. Und die ehrlich einfach mit der Materie umgehen, Grüße gehen raus, ist er auch mal einer, der mal sagt, ja, ist mir auch schon passiert und passiert. Und Fische sterben oder haben Unfälle. Und ich finde es so absurd, also wenn man nicht in der Angelszene ist, darüber nachzudenken, dass wenn man einen Fisch gefangen hat, den fürs Turnier später oder auch für den Verzehr später teilweise tagelang anleint, es ist ein Fisch, der unter Wasser schwimmen muss und soll, ja? Es ist nicht nur absurd, wenn man nicht in der Angelszene ist. Ja, das ist auch in der Angelszene da sind absurd. Wir 100%ig bei Robert. Und dass das nicht gegen das Tierschutzgesetz ist, finde ich irgendwie krass. Würde ich sogar unterschreiben, dass es verboten wird, wenn es diese Regularien gibt. Also wie gesagt, können wir entweder machen wir ein komplettes eigenes Video nochmal darüber, auch um eben, wenn es diesen Missstand gibt, dann darauf aufmerksam zu machen. Oder wir recherchieren hier im Nachhinein nochmal. Und Äh, hängst wurde uns ja dran. auch schon mal vorgeworfen, dass wir uns zu wenig auf so ein Video vorbereiten. Ist natürlich auch mal schwer bei einer Reaktion, wenn man die Reaktion direkt haben möchte und das Erste, was einem in den Sinn kommt, dann auch sagt. Haben wir schon mal auch erwähnt, auch schon Richtig, mehrfach, ich wollte es jetzt aber nochmal sagen. dass wir uns auf Reactions nicht vorbereiten. Ja. Also können, nicht vorbereiten können. Vielleicht unten in der Videobeschreibung. Ich weiß natürlich, dass Fische keine Schmerzen spüren. Das brauchen wir nicht erörtern. Nicht. Die verschiedenen Themen verlinken. Das heißt, wenn es zum Beispiel um Welshältern geht und euch interessiert das nicht. Ist euch auch die Begrifflichkeit aufgefallen? Es geht nicht um Fische anbinden, sondern es heißt Hältern. Ja? Ich will euch jetzt das Video, könnt ihr euch in Ruhe angucken. Ich will das jetzt hier gar nicht zu so sehr ausdehnen. Aber redet er denn jetzt darüber, dass es eine schonende Weise gibt, wie man Fische hältert? Weil So wie sich das angehört hat, will er das jetzt gleich präsentieren. Mal gucken, ob er da jetzt reinskippt. Ja, macht doch jetzt was anderes Ah, an, nee. glaube ich. Wichtig, den zu zeigen, weil das wisst ihr Nicht-Angler natürlich nicht. Fische immer mit nassen Händen angreifen, das Ja, Netz ja. vorher nass machen und so Ja. weiter und so fort. Ihr kennt es eh. Und dann kann dem Fisch absolut nichts passieren, wenn genügend Sauerstoff im Wasser ist. Aber über Nacht, und das ist mir passiert, kann es auch Wind geben, der kann sauerstoffarmes Wasser in die Bucht drücken, wo man den Fisch hältert, und dann kackt der Fisch ganz schnell ab. Das wäre nur eine Möglichkeit, Bei ne? den Wales verwendet man hier so ein Wallerseil. Das wäre. Ja, ihr Das ist kennt ein alle Welse, Krankenschlauch. Silurus glanus, den europäischen Wels. Die werden auch mal über 2 Meter groß, auch mal 100 Kilo schwer, gibt es mittlerweile in vielen, auch deutschen Gewässern, vermehren sich gut, werden immer mehr, ist eigentlich ein Intruder, der eher aus dem Bereich um Kasachstan und so weiter kommt und aus diesen Ländern über Spanien, Ebro Po, Italien und so weiter sich immer weiter. Ebro Po mit Abstand die bekanntesten Welsreviere in Europa. Und der See. Und der Ausgebreitet hat, See. sich sehr, sehr wohl fühlt und auch in deutschen Gewässern immer mehr wird und ein Problemfisch ist, den man eigentlich gut essen kann und abschlagen kann und mitnehmen kann und verwenden. Eigentlich aber auch wirklich nur gut essen bis zu einer bestimmten Größe. Beziehungsweise je nach Gewässer. Aber also ich habe schon mal Wels gegessen, der hat so scheiße geschmeckt. Echt? Einen großen. Ich habe schon mal welchen gegessen, der hat sehr, Ich sehr gut habe ich auch. geschmeckt. Hatte ich auch schon. Also, aber der war, da hast du schon am Filet gesehen, dass der Fisch nicht 2 Meter hatte. Aber wir haben letztens beide darüber gesprochen. Wir haben nämlich einen See gefunden, wo relativ viel, oder besser gesagt, du hast es gefunden oder Aber nicht den rausgefunden, See, aber die Wälder auf einmal. rausgefunden, dass da an einer Stelle besonders viele Welse aktiv sind und beißen. Und ja, da haben wir auf jeden Fall mal gesagt, dass wir da mal gerne einen Let's catch and cook. Richtig, wenn wir da einen in der richtigen Größe fangen. Ne? Richtig, Und nicht so eine richtig. kleine untermaßigen, die man dann wieder schwimmen lassen muss, weil sie Okay. leider zu klein sind. Catch, fish and cook. Catfish und gucken. Nee, da war nichts Catfish and raus. Cook. Werden kann. Aber Hinkt. viele fangen in Deutschland mittlerweile Welse auch im Catch-and-Release-Bereich. Und die werden, korrigiert mich jetzt, lieber Angler, auch ganz häufig nachts gefangen. Ich habe selber nur tagsüber Welse gefangen, über Nacht nicht, weil zu meiner Zeit gab es die noch nicht so viel. Die haben sich erst in den letzten 20 Jahren richtig krass etabliert. Und wenn du die nachts fängst, kannst du die natürlich scheiße fotografieren. Also ballerst du denen diese Welsleine durchs Maul, machst sie mit einem fetten Seil irgendwo fest. Und dann 8 Stunden später, wenn die Sonne aufgegangen ist, erst dann machst du eine ordentliche Fotosession über paar Minuten, wo du den aus dem Wasser holst, mit deinen ganzen Kumpels Der muss hältst doch und ein dran bisschen ziehen die rumdüdelst. ganze Zeit, oder nicht? Also er muss doch ständig dagegen schwimmen. Der wird sich doch nicht da hinlegen und sagen, okay, ich warte jetzt hier, bis das vorbei ist. Und solange Mit er das. Sicherheit am Anfang nicht, ne. Irgendwann wird er wahrscheinlich so erschöpft sein, dass er dann nicht mehr die Tierschützer bist. kennen.
ich habe da keinen Karabiner. Und hier die Enden sind mit einem Isolierband umwickelt. Das hat mir damit der Welt sich nichts tut. Freund gezeigt, das wusste ich auch nicht. Damit besser. Sich das einfach nicht irgendwo in den Zähnen verhaken kann, ja. Und das Ganze einfach schonen. Oh, warte, ich verdeck's. Das ist schonender für den Wels. Für den Fisch ist. Seht ihr diese Absurdität? Angeln fädelt man das einfach durch die Kiemen durchs Maul. Die Kiemen sind ja relativ unempfindlich mit den Blutgefäßen und das ist völlig okay. Beide Kiemen raus, und zwar vor dem ersten Kiemenbogen. Der Wels hat ja, die Fische haben generell verschiedene Kiemenbögen, wo diese roten Quasten drauf sind, mit denen der Fisch atmet, und die sind zerbrechlich. Und da müsst ihr vorsichtig sein mit den Gummileinen und den Karabinern, dass man da nichts kaputt macht. Das heißt, wenn ihr ein Walerseil verwendet, dann fädelt das vor diesem Kiemenbogen durch, dass die nicht beschädigt werden können. Und dann könnt ihr das Ganze einfach an ein Seil anbinden, diese Ösen mit oder ohne Karabiner. Einfach an ein Seil ranbinden hier und dann den Fisch damit schwimmen lassen. Wichtig ist, das Ende anbinden, irgendwo, wo es wirklich festhält, weil... Nicht, dass der Fisch noch abhaut. Und man den dann beim Tauchen im See tatsächlich mit so einer Walleleine unter Wasser filmt. Aber seine Begründung wird sein, weil das wäre ja ganz schlecht für den Fisch, wenn er damit auf einmal losschwimmt und das dann dafür immer drin hat. Das wäre unerhört. Wenn ihr einen Waller am Wallerseil schwimmen lässt, dann ist es dann sein sicherer Tod. Ja, und ist ja wie bei uns, ne? Die Atmungsorgane sind auch bei Fischen eigentlich das Unempfindlichste am Körper. Ist wie bei uns. Weil wenn er mal 10 Meter Leine nach... Hat der Lehmann jetzt schon wieder Fische mit Menschen verglichen? Lungen mit Kiemen? Zieht die So ein Trottelbiologe. Wenn er sich irgendwo, dann kommt er nicht mehr weg, kann nicht mehr fressen und dann stirbt der Fisch. So ein Wallerseil hier könnt ihr euch ganz einfach bauen. Naja, ihr seht schon, worauf ich hinaus will. Ich will euch, also wie gesagt, nicht gegen das Tierschutzgesetz. Ich will euch jetzt mal zeigen, wie das Ganze aussieht. Man findet natürlich äußerst selten Videos, beziehungsweise kaum, ich habe jetzt auch nicht heute tagelang recherchiert, wo man jetzt wirklich die Tiere sieht, wie ihnen das Seil durch die Kiemen gezogen wird, wie sie angeleint werden, dann wieder rausgezerrt werden und dann für die Fotosession missbraucht werden. Na gut, wenn du ein Video hast, wo gesagt wird, ja, heute Nacht hat es richtig geknallt und der Fisch wird dann im Helm präsentiert, dann ist es naheliegend, dass er irgendwo angebunden wurde. Ja, aber ganz ehrlich, ohne Scheiß, ich habe echt gedacht, dass das so ein bisschen vorbei ist. Also mit Wels habe ich es überhaupt nicht, also sowas habe ich vorher noch nie gesehen. Was er da gerade. Dieses Band habe ich auch nicht gesehen. Ich habe mich wirklich gefragt, wie die Welse teilweise hält dann. Mhm. Weil, ich meine, so einen großen Sack gibt's ja nicht. Ja. Ja, also das ist für mich sowohl, dass es gemacht wird, als auch, dass es sowas gibt, ist neu. Also nee, dass es gemacht wird, Welse hält dann, das wusste ich schon. Aber wie habe ich mir nie. Ich habe es auch nicht hinterfragt. Vorgestellt oder mich gefragt. Ja. Das dokumentiert man natürlich nicht, weil man sich damit angreifbar machen würde, obwohl es nicht gegen das Tierschutzgesetz ist. Nochmal, ne? Aber damit ihr mal seht, wie sowas ungefähr aussieht. Dieser Waller, weiß ich jetzt nicht, ob der angeleint wurde, aber wir sind hier tagsüber. Nur mal, dass ihr seht, wofür man das überhaupt macht. Und dann liegt ein Kilo. So, dieser Waller wiegt, Alter, 117 Kilo oder sind es Pfund? Sind das echt Kilo? Wir werden gleich mal sehen. Oben links steht auch Kilo. Ja, da. 117 Kilo Rekordwaller, der sich... Der sichere Umgang mit großen Fischen bei Stefan Seuss. Der Freude nach zu urteilen, sind wir bei Kilo. Also da werden ganze Gestelle mitgebracht, mit Wagen dran. Das ist ans Wasser zu schleppen auch. Ich glaube, den hier, Stefan Seuss gab es, glaube ich, zu meiner Zeit schon als, ja, als Angler. Den gibt es schon lange. So, dafür musst du den Waller anleihen, ne? Was treibt denn am Hintergrund? So Schaum, ne? Ja, von einem Wehr bestimmt. Ja. Um Gottes Willen, jetzt nicht falsch verstehen, Stefan. Ich werfe dir hier nicht vor, dass du den Waller angeleint hast. Ich zeige das nur als Beispielfilm. Also wir sehen hier einen europäischen Wels, Siluris glanis, 117 Kilo, ordentlicher Brecher. Ich weiß jetzt nicht, wo das ist. Sicherlich im Ausland, weil man das sonst in Deutschland nicht machen dürfte. Den dann wieder zurücksetzen. Könntest du natürlich so fett. Mit, du, der ist mir zu groß. Den kann ich gar nicht verwerten und ich bin Tierschützer. Ich lasse den wieder rein. Ja, aber das ist bei Welsen tatsächlich... Also gut, ein gezielter Welsangler angelt natürlich auch nicht zum Mitnehmen, aber... Oder in den meisten Fällen nicht. Aber es ist ja wirklich so. Also was willst du damit? Ja. Die werden hier da durchs Maul und hier hinten wieder raus angeleint, um dann tagsüber diese schöne Fotosession mit seinen Kumpels zu machen. Jungs, guckt euch diese Röhre an! Sören, der alte Glückspilz! 117 Kilo, 2,52 Meter, das Endgegner auf Italien. Italien. Da haben wir es gehört, Italien, und da ist sowas erlaubt. Und hier sehen wir die schönen Zahnplatten vom Wels, das Riesenmaul.
Da passt ein ganzer Fußball rein, gell? So. Damit hättest du den Predator Cup schon mal nicht gewonnen, weil dieser Fisch ist da nicht erlaubt. So, überlegt euch mal, das habe ich früher auch gemacht. Ne? So, genau so war ich auch. Und hier schönes T-Shirt übrigens auch, Releaser. Jetzt nicht mit fremden Federn schmücken, Robert. Ein 2,50 Meter Wels habe ich nicht gesehen. Nee, aber Releaser, ach man, das ist alles scheiße. Das Catch and Release so ein schlechtes Bild mittlerweile hat. Und dass es eigentlich wirklich darum geht, dass man halt große Fische zurücksetzt und kleine sowieso, aber dass man halt auch große Fische zurücksetzt und dass man nicht jeden Fisch wahllos knüppelt, nur weil er über Mindestmaß ist. Ja. Und mittlerweile kann man schon gar nicht mehr, kennst du noch von Gunki das No Release, No Glory? Mhm. Das ist auch so ein Spruch, der geht halt auch eigentlich gar nicht mehr klar. Oder Let Go, Let Grow. Ja, das ist ja noch richtig, also wenn du sagst, du erst so groß, dass du ihn nicht mitnimmst und ja, so. Ja. Aber ja, also dieses reine wirklich nur, und es gab ja eine Zeit bei uns es auch. Es gab eine Zeit, das war so vor, wann war das? Vor man released? Knapp 10 Jahren oder so? Nee, nicht so lange. Jetzt? Doch, vor 10 Jahren. Ja, doch, stimmt. Ja, kommt hin. Als wir so 18 waren. Ja, da haben wir auf jeden Fall auch die Leute verurteilt, die egal was für einen Fisch mitgenommen haben. Ja, das hat sich natürlich geändert. Und ich meine, ihr seht es ja auf unseren Kanälen. Jedes dritte Video ist ein Catch and Cook. Gut, bei mir sind es mehr Tutorials, aber bei dir. Ja. Gib einmal Yoshinator Catch and Cook ein und du siehst, wie oft. Gib einmal Catch and Cook ein und du wirst garantiert unter den ersten, also ich würde sagen, unter den ersten 10 sind mindestens 5. Von ja, oder 3 hätte ich jetzt geschätzt. Ja. Aber ja, also man versucht das da schon mit einem guten Beispiel voranzugehen auch und eben nicht jeden Fisch. Aber halt in Maßen, nicht in genau. Massen. Ne? Halt mit Sinn und Verstand entnehmen und nicht alles abknüppeln, was man abknüppeln darf. Richtig. Und natürlich, dann wären wir jetzt auch verlogen, wenn wir behaupten würden, wir angeln nicht, um den großen Fisch auch zu fangen. Also es stimmt auch. Wir wollen auch einen großen Fisch. Das will nun mal jeder. Aber eben nicht nur. Das ist ein Punkt am Angeln, dass man einen großen Fisch fangen will, den man eventuell, zum Beispiel neulich den großen Zander, der hatte 86, den haben wir mitgenommen. Den wollten wir nicht mitnehmen, weil der ist wichtig für den Bestand. Aber trotzdem haben wir uns gefreut, dass wir den gefangen haben und auch dann gefreut ihn, also erstmal waren wir traurig, dass wir ihn töten mussten, weil er, wie gesagt, also uns lag, zu groß lag war. Lag daran, dass der Fisch halt Köder das, zu tief drin. Richtig, das nicht gepackt hätte. Genau. Und da ist dann der Verstand halt. Ja, aber dann, wie gesagt, freut man sich danach. Ich habe meine Eltern angerufen und gesagt, ey, ich habe einen Riesenzander, lass mal alle einladen. Und Clemens hat das gleich auch noch gemacht. Clemens ist das gleiche nochmal, mit einem Fisch. Ich wollte gerade sagen, weil es ja... Ja. Den Dragon. Kraken. Nicht, sondern den Catfish. So, die Größe gibt es übrigens auch in Deutschland. Ne? Und da gab es doch mal, gab es nicht letztes Jahr diesen Vorfall, wo einer so einen Fisch gefangen hat, ähnlich, also ein bisschen kleiner, aber den dann abgeschlagen hat und es haben ganz viele Touristen gesehen. Und haben wir ein Reaction-Video gemacht. Auch. Stimmt. Könnt ihr euch mal angucken. Dann haben dann die Polizei gerufen und Mörder und nee, der hat es halt richtig gemacht. Der nimmt den Fisch mit, isst ihn und entfernt diese invasive Art aus dem deutschen Gewässer. Haben wir aber auch gesagt, dass die Art, wie er es gemacht hat, nicht die beste war. Nicht die beste, aber trotzdem. Weil er es halt schon sehr zelebriert hat. Ja. Und er ruhig hätte sagen können, Leute, ich werde den Fisch jetzt, wie sich das für das Gesetz gehört, töten. Wer einfach bei sowas empfindlich ist, dreht sich bitte um, guck weg, aber ich, so. Die Leute haben halt auch alle wieder da, also die haben schon auch, naja, also waren von allen Seiten irgendwie. Guckt euch das Video an. Aber es war letztendlich trotzdem. Ich pack's im Anschluss hier einen Abspann rein. Guckt euch das mal an. Es war trotzdem auf jeden Fall die richtige also grundsätzlich, ne, dass er ihn so getötet hat und so weiter. Also alles richtig gemacht. Kriegt dafür Ärger. Wenn du hier die Polizei rufst und die Leute lassen den Fisch wieder rein, sagt die Polizei, hast du alles richtig gemacht. Mann. So Fotosessions, die gehen schon ein paar Minuten. Und ihr wisst ja, wie viele Minuten ihr unter Wasser die Luft anhalten könnt. Genauso geht das den Welsen über Wasser natürlich auch. So, und dann werden die released. Bla bla bla. Also Jungs, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber es gibt keine bessere Transportmöglichkeit für so einen großen Fisch als diese Matte. So, noch ein paar Fotos im Flachwasser. Sehr schön. Und nochmal, das sieht ja tagsüber besser aus als bei Nacht und deswegen überhaupt leint man diese Tiere an oder weil man sie eben erst später verzehren möchte. Ich komme jetzt mal zum Ende. Das war übrigens gerade bei Stefan Seuss auf dem Kanal. Guckt euch da mal was an. Aber nur ein Beispiel. Also er hat ihn nicht unbedingt angeleint. Ne?
Das hat weiß, vielleicht war es auch. Vielleicht war er auch so gefangen. Also das kann man jetzt hier auch nicht sagen, dass Stefan Seuss das gemacht hat. Es gibt noch ein Merkblatt vom LVBW, also den Landesfischereiverband Baden-Württemberg e.V. Ich verdecke das hier, ne? Habt das einmal gesehen. Merkblatt zur Halterung von geangelten Fischen. Zu beachten sind die gesetzlichen Grundlagen, insbesondere das Tierschutzgesetz. Der vernünftige Grund für die Halterung von Fischen ist dann gegeben, wenn der Fischfang zur Ernährung von Mensch oder Tier zur Hege und Bewirtschaftung der Gewässer erfolgt und die Lebendhalterung der geangelten Fische der Erhaltung oder Verbesserung ihrer Fleischqualität dient. Die Halterung ist darüber hinaus nur erlaubt, wenn sie schonend und sachgerecht erfolgt und nicht durch Auflagen im Erlaubnisschein verboten ist. So, dann gibt es hier noch ein paar Regeln. Ich kann mich auf jeden Fall an ganz viele Angelkarten erinnern, wo drauf steht, das Haltern von Fischen ist verboten. Und das steht, glaube ich, sogar in der DRV-Gewässerordnung. DRV-Gewässerordnung. Wir unterhalten uns darüber mit Ali. Ja, machen wir. Mit Ali und Clemens und fragen danach, wie es beim LAVB, also beim Landesanglerverband, geregelt ist, ob es da Unterregelungen gibt. Und dann werden wir uns nochmal bei euch melden, aber das machen wir jetzt nicht in dem Video. Nee, sondern ist lange genug hier. Entweder ein extra Video oder wir machen es als... ein kleines extra Video. Okay, und dann, wenn wir rausgefunden haben, wie es ist, können wir immer noch drüber reden, was wir da machen. Aber grundsätzlich finden wir es scheiße, Anleihen. Und sind da auf jeden Fall auch dagegen und ja, richtig. Also dann sollte man wirklich was dafür tun, dass das verboten wird. Hm. Richtig? Definitiv. Allerdings verbieten wir uns damit dann letztendlich selber auch zum Beispiel das, was wir vorhin gesagt haben, dass man eben nicht, ne, und so weiter, jeden Fisch sofort. Und, aber gut, damit kann man leben, wenn das dann, die Frage ist, wird es dann auch durchgesetzt? Das ist immer noch der zweite Punkt. Und wie ist es in Italien und Spanien geregelt? Und Holland. Hauptsächlich praktiziert wird. Ja, klar. Über Kescher-Volumen und so weiter. Anyway, könnt ihr euch alles mal durchlesen. Als Quelle packe ich euch natürlich unten mit rein. Findet ihr aber auch über Google relativ zügig. Die Frage an dieser Stelle über diese ganzen Angelskandale und Halterung und Anbinden und so weiter. Alle reden nur über den Skandal an sich und niemals über die Fische. Und da bin ich schwer besorgt. Liebe Angelszene, dieses Anleihen, Anbinden und so weiter, das ist doch scheiße, oder was? Das müsst ihr doch genauso sehen wie ich. Oder findet ihr das wirklich okay? Nee. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Ohne Scheiß, da bin ich wirklich an eurer Meinung interessiert. Wie seht ihr das? Schreibt es unten in die Kommentare. Macht Reaction-Videos, wie auch immer. Bringt mal ein vernünftiges Video raus. Nicht immer nur große Fische zeigen, sondern auch mal so ein bisschen über Gesetze, Ethik, Moral im Angeln. Wir wollen uns ja alle weiterentwickeln. Vielleicht kriegen wir Adi sogar mit ins Video. Ja. Oder Clemens. Oder irgendwie. Einfach mal darüber auch sprechen, weil ich das unfassbar interessant finde und weil ich natürlich auch Fragen stelle. Interessiert mich. Ja. Würde das jemand mit einem Hund oder einer Katze machen, wäre das natürlich grausam, aber es sind natürlich nur Fische. Ich habe mal vor, ein Jäger würde das machen, gell? Das Reh betäuben, anbinden und dann am Morgen fotografieren, sich damit so ein Abschussbild und dann wieder freilassen. Aber es gibt ja auch Fallen mit diesen... Ja, das ist ja fast wie anbinden, nur noch schlimmer. Aber gut, dann wird das Tier ja sicherlich auch danach irgendwie verwertet. Also, wie gesagt, ist nicht gut. Ist ein Waschbären oder so. Ja, also diese Fallen sind so brutal. Aber ich weiß nicht, sowas ist safe. Also in Deutschland 100% verboten. Obwohl ich es überhaupt nicht weiß, weil ich mich mit Jagen auch gar nicht auskenne, aber das ist garantiert verboten in Deutschland. Ach Leute, naja. Ich bin gespannt, liebe Angelszene. Sagt mir mal, wie sich's verhält. Ich bin ja nicht der Experte, sondern ihr seid's. Also wirklich, haut mal rein. Haut in die Tasten. Ich bin sehr gespannt. Vielen Dank an dieser Stelle schon mal. Gut. Ja, man merkt natürlich den Robert-Marc Lehmann-Unterton so ein bisschen mit, ihr seid ja die Fachmänner und so. Aber also, wie meinst du das? Das ist immer noch so ein bisschen anti. Er hat mehrmals betont, dass er gegen Angeln nichts hat, dass er gegen... Die Art, sich sein Fleisch zu beschaffen, genau. Oder Fischfleisch zu beschaffen, die beste ist, die es gibt. Oder eine der besten Arten, auf jeden Fall. Die es gibt. Ja. Also ich fand, dass er relativ objektiv oder dass er sehr objektiv war. Wir kennen es anders von ihm. Nicht zu weit aus dem Fenster legen. Ich sehe den Shitstorm schon wieder ankommen. Nein. Aber ich würde wirklich nicht sagen. Es war wesentlich weniger kontrovers, was jetzt den Austausch zwischen ihm und uns. Ja, angeht. Liegt aber auch daran, dass wir einfach einer Meinung sind. Na genau, das ist ja genau das, was ich gerade gesagt habe. Es war nicht kontrovers. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es da Angler gibt, wobei, die doch, da... Es gibt ja, naja doch, man hat es ja gesehen. Es gab ja zum Beispiel das eine Video, was er gezeigt hat, wie man schonend einen Wels anleint.
Ich habe von dem Angler noch nie was gesehen, gehört, irgendwas. Ich auch nicht, aber es scheint, aber es scheint welche zu geben, die das praktizieren. Und ja, bei diesen Turnieren muss man vielleicht auch noch dazu sagen, dass es halt so ein gewisser Druck ist, den man sich selber macht, der jetzt auf gar keinen Fall irgendeine Entschuldigung dafür sein soll. Mit dem Angeleinen, genau, der soll gar keine Entschuldigung dafür sein, dass es geht. Geht gar nicht, egal ob das ein Turnier ist, ob es um 1 Million geht, ob es um 5 Millionen geht oder weiß nicht, um König zu werden oder keine Ahnung was. Tut's aber nicht. Es geht wirklich um niedrige Beweggründe und das macht schon einen Unterschied, finde ich, ob es um viel Geld geht oder um wenig. Ja. Auch dann ist es, wie du schon sagst, ist natürlich macht keinen Unterschied für den Fisch. Also der wird schlecht behandelt, falsch behandelt. Und ich denke auch nicht. Aber auch noch ohne Sinn. Ja, ich denke aber auch nicht, dass hier viele Angler sind, die in diesem Fall jetzt nur den Betrug an sich sehen und nicht das Leid, was der Fisch dadurch hat und durchlebt, wenn er da irgendwie 1,5 Tage angebunden ist oder weiß ich wie lange, weiß ja keiner. Ich denke auch, dass dieses Entsetzen, was dann in der Angelszene auf einmal groß ist, wenn man ehrlich ist, weiß man, dass es das auch schon seit Ewigkeiten gibt, dass betrogen wird. Ja, egal wo. In der Angelszene weiß man es schon lange. Ja, aber ich meine, auch beim Angeln weiß man es schon lange. Und das ging schon los mit, wie gesagt, ich kenne das auch, Bleigewichte irgendwo, allerdings nicht in dem Umfang, aber wie oft hat man das schon gehört, so bei irgendwelchen Turnieren? Ja, also Blei reingestopft oder weiß ich nicht was, so eine Sachen. Also das gibt es schon lange und ich denke, dass das Empören nicht nur darüber ist, oder die Empörung nicht nur darüber ist, dass es diesen Betrugsfall gibt, sondern auch wieder mit Fischen umgegangen wird. Ich hoffe, Robert, das reicht dir als Statement von uns zu diesem ganzen Thema. Es hat ganz schön große Ausmaße genommen. Dachten wir nicht, dass es jetzt hier so ein großes Ausmaß nimmt. Wir haben jetzt hier 2 ewig lange Videos gemacht. Aber trotzdem hoffen wir, dass euch da draußen das gefallen hat, Leute. Wie gesagt, wir werden uns auch nochmal informieren, wie es bundesweit aussieht, nicht nur pro Land. Und gucken, ob es das wirklich so einfach überall, ob es wirklich so einfach überall erlaubt ist oder ob es da Unterschiede gibt. Und damit dann nochmal zurückkommen auf das ganze Thema und uns, sollte es so sein, dafür einsetzen, dass es vielleicht mal überdacht wird und dann auch geändert. Ja, das können wir so stehen lassen. Leute, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann reacten wir mal wieder auf ein Angelvideo, was wir hier eigentlich auf dem Kanal hauptsächlich machen. Bis dahin, bleibt gesund. Es ist einfach dunkel geworden in der Zeit. Ja, wir haben uns ja morgen getroffen. Eigentlich wirklich. Aber es wurde halt auch schon schnell dunkel und unser Morgen ist halt relativ spät. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.